So Leute, und hiermit begrüße ich euch zu meinem nächsten Video, und zwar zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1. Ja, ich mache meinen Ton noch ein bisschen leiser, denke ich mal. Ja, so kann das bleiben. Ja, wie gesagt, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich habe Bock, mit euch die ganze Tenkaichi-Reihe nochmal zu spielen. Das heißt also, ich habe sie bisher noch nicht auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, aber ich hätte Lust darauf. Und ja, als erstes gehe ich natürlich auf die Options. Weil, ganz wichtig, wir wollen natürlich den Sound einmal gucken. Und ja, Lautsprecher, Effektlautsprecher, japanische Sprecher ein. Ich mag die japanischen Sprecher mehr als die normalen, sag ich mal. Genau. Und also ich mag die japanischen Sprecher mehr als die englischen, Entschuldigung. Wie gesagt, ich möchte heute mit euch das Z Battlegate durchspielen. Also nicht heute natürlich, sondern wir fangen an natürlich mit der, mit so ein bisschen Saiyajin Saga natürlich, ihr kennt das ja. Und ja, wie gesagt, ich hatte damit richtig Bock drauf. Dieses Spiel sieht einfach so gut aus. Und ja, man denkt immer so, es fehlt einiges in Tenkaichi 3, was dieses Spiel hier hat. Und ja, natürlich nach diesem Spiel werden wir auf jeden Fall Budokai Tenkaichi 2 auch noch spielen. Und danach Budokai Tenkaichi 3. So, bevor es jetzt natürlich losgeht, werde ich noch ein letztes Wort sagen. Und zwar, ich werde 3 Parts machen. Das ist jetzt die erste, danach folgen noch 2. Und wenn ihr dann sagt, ihr habt Bock da drauf, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Da mache ich natürlich mehr davon. Ich habe Bock drauf, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. So, ich starte das mal. Es kann natürlich zu kleinen Lags kommen, sage ich mal. Weil, ja, es ist ein PS2-Emulator. Und, ja, das kann ein bisschen laggen. So, hier steuern wir die Z-Battle-Gates, in denen alle Duelle der Kämpfer, die mit... Dankeschön. Die Z-Battle-Gates enthalten Shenlongs Erinnerungen und historische Kämpfe. Hahaha, überrascht? Doch Shenlongs Erinnerungen verblasst. Deshalb gibt es auch gesperrte Z-Battle-Gates. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du alle Z-Battle-Gates öffnest und Shenlongs Erinnerungen zurückbringst. Ja, und ich hoffe, ihr wollt das auf jeden Fall auch. Dann geht es jetzt los. Oh, ich liebe diese Hintergrundmusik. Oh, die ist so richtig geil. Oh, dieses Spiel erinnert mich an irgendwie an, ja, an Kindheitserinnerungen. Wir haben 0% Fortschritt. Ja, Saiyajin-Saga haben wir hier. Dann haben wir hier natürlich noch die Freezer-Saga. Und hier kommen noch ein paar mehr. Ah, genau, die Cyborg-Saga haben wir noch. Ja, was haben wir noch Schönes? Also, ihr seht, wir haben echt verdammt viele Gates. Die Buu-Saga natürlich auch. Haben wir noch was?
Es sind echt verdammt viele Gates, die wir freischalten können. Und ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf wie ich. So, wir fangen an natürlich mit der Saiyajin-Saga. So, ich werde das natürlich jetzt vorlesen, mal so für euch. 5 Jahre nach dem Krieg mit König Piccolo landen auf der Erde außerirdische Krieger, die Saiyajin. Der Kampf um die Vorherrschaft beginnt. So, wir sehen schon so ein paar Kämpfe. Diese Charaktere haben so eine richtig coole Aura um sich. Und die Charaktere sehen auch so gut aus mit meiner Emulation, sage ich mal. Und ja. Und ich hoffe natürlich, ihr habt auch Bock darauf. Ich freue mich so. So, unsere erste Mission. Gegen Raditz natürlich. So, wir haben eine Kämpferkarte, Erdlötnis. Tipp, überlebe. Wir müssen hier auch natürlich im späteren Verlauf, glaube ich, das war in diesem Spiel oder Tenkaichi 2, ich bin mir gar nicht mehr sicher, müssen wir auch natürlich richtige KOs machen. Also das heißt zum Beispiel Bata oder sowas mit der Kaioken besiegen oder sonstiges. So, Kakarot, du gehörst nicht mehr zu mir, du hältst mich nur auf, du beschämst unsere Familie, stirb. Wie gesagt, Raditz sieht in diesen Emulationen richtig gut aus. Son Goku ebenso. So, und wie gesagt, Tenkaichi ist auch so ein richtig altes, cooles Spiel auf jeden Fall. Ups. Ja, ich muss, wie gesagt. Ich dachte eigentlich, die Steuerung wäre fast gleich wie in. Autsch. Wie gesagt, gibt es natürlich auch ein paar Grafikfehler, da müssten wir auch mit klar. Fuck. Klarkommen. So, Kamehameha! Kaioken! Und wir haben hier auch so einen kleinen Grafikfehler, wie ihr seht. Wir haben uns doppelt, warum auch immer. Aho, ab jetzt. Und die Kaioken-Attack, die hier echt verdammt gut aussieht. Ich finde diese Aura um diesen Charakter, finde ich so cool in diesem Spiel. In Tenkaichi 3 haben die das, glaube ich, nicht mehr so krass cool. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Spiel. Ich hab Bock. Und ich hab Bock mit euch damit Let's Play zu machen. Okay, wir haben überlebt. Warum bist du noch immer noch so mächtig? Ja, gute Frage. Irgendwie haben wir auch kein Leben verloren, ne? Weil das. Wir haben Charakterbild erhalten, was auch immer. Geschwindigkeit plus 3, genau, hier gibt es dann noch Items. Wir werden natürlich versuchen, ohne Items die Story durchzuspielen, auch wenn es schwer wird. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich da irgendwas angestellt, was irgendwie mein Leben auf 99%, auf 100% lässt. Wir gucken gerade mal eben, Fenstereinstellung, das kann ich einmal kurz stoppen. Sekunde bitte, Video, Plugin, so, nee, wir haben ja eigentlich alles so aus. Gute Frage, tut mir leid. Wir gehen mal im nächsten Kampf. Also, pff, ja. So. Ja, genau, dann haben wir das in diesem Spiel. Besiege den Gegner mit der Höllenspirale. Wir müssen ihn jetzt wirklich mit der Höllenspirale besiegen, sonst, ja, haben wir Pech gehabt. So, wir kriegen diese Ladebalken ja auch echt cool. So. Auch für so ein altes Spiel finde ich die Grafik echt top. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Raging Blast 2. Ich kann die Grafik natürlich noch ein bisschen höher ansetzen, dann würde das aber auch irgendwann anfangen zu laggen. Das wollen wir ja nicht. Du schon wieder? Was ist los? Willst du mich töten? Nein. Tja, leider hast du recht. Du, der vor kurzem noch gezittert hat wie Espenlaub, wo kommt denn der Mut her? Dieses Mal habe ich einen Plan. Ja, das hoffen wir, das Piccolo. Ich werde dich lehren, dich klüger zu geben, als du eigentlich bist. Naja, voll die falschen Dialoge, so haben sie auf jeden Fall nicht geredet, aber naja. Joi. Hä, warum verlieren die Charaktere kein Leben? Muss manchmal auf die Movesets gucken. So, wir haben uns die Zerstörungswelle mit nach oben. Wir haben die Höllenspirale. Das ist ein Finisher.
Lieblingstechnik. Okay, dann müssen wir es irgendwie so versuchen. Aber ich verstehe nicht, warum verlieren die Charaktere gar kein Leben. Nicht aufstehen! Höllengranate! In einem Jahr kommen noch zwei noch stärkere Krieger. Nächstes Mal hast du keine Chance. Genieße letztes Jahr. Okay, wir können das sowieso einmal kurz überspringen. Weil. Wir haben es sowieso verkackt. Ich versuche da nochmal was anzustellen. Also tut mir echt leid dafür die Verzögerung und allen drum und dran. Aber das ist. So, wir gehen nochmal eben auf die ein. So, jetzt probieren wir es nochmal. So, tut mir echt leid. Ich hoffe, es läuft jetzt besser, weil irgendwas ist mit der Lebensanzeige, warum die auch immer nicht angezeigt wird. Joi. Ah, jetzt. Okay, dann habe ich jetzt was Richtiges angestellt. Tut mir leid, auf jeden Fall wegen gerade. Auf damit! Und die Höllenspirale. Aber wir haben ihn nicht getötet, verdammt. Und hier ziehen die Attacken noch richtig viel. Und die Attacken sehen noch richtig alt aus. Also nicht so cool wie jetzt in den heutigen Spielen, ne? Höllenspirale ist nur so eine richtige Attacke. So, in einem Jahr kommen noch zwei stärkere Saiyajins. Nächstes Mal hast du keine Chance. Genieß den letztes Jahr. Wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hab darauf Bock. Erlöse dich von deinem Leid. Du musstest ja unbedingt diese unqualifizierten Bemerkungen abgeben. Ja, das ist Piccolo. Oh, diese Musik. Liebe sie. Wir haben Raditz erhalten. Wir haben einen Charakter erhalten. Angriff plus 5. Höllenbiest Jakon. Ist natürlich nur ein Item. So, dann kommen wir schon unseren nächsten Kampf. Piccolo gegen einen Wehraffen. So, ja, den machen wir gerne noch. So, was ist unser Ziel? Siege mit schnellen Angriffen. Was sind schnelle Angriffe? Was sind schnelle Angriffe? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, diese Musik, das ist so oldschool, geil. Ach so scheiße, hat der Werfer viel Leben. Fuck. Oh Mann, wir sind gleich tot. Was? Okay, das für den Anfang, so ein Kampf, ja, das ist eine Herausforderung. Aber ich versuche es natürlich nochmal. Wie gesagt, tut mir echt leid, wenn ich jetzt Fehler mache. Ich spiele das Spiel jetzt gerade auch erst wieder das erste Mal mit euch nach Jahren. Ich meine, das Spiel unterscheidet sich jetzt nicht so viel wie Tenkaichi 3. Was der WAP jetzt so eine starke Kraft hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, nichts. Verdammt. Oh, wirft den mal. War Stein am Kopf. Was sind schnelle Angriffe nochmal? Oh, Sebastian überlegt. Oh. Los, Höllengranate, schnell! Oh Gott. Alter, mit einem Schlag.
10.000! Okay, einmal versuchen wir es noch, Leute. Wenn nicht, dann machen wir einfach so weiter. Ich meine, ist auch nicht so wichtig, ist jetzt nur ein Werfe. Scheiße ist das. Wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß ja nicht mal, was sind schnelle Angriffe. Ob das jetzt normale Angriffe sind, schnelle Angriffe. Was soll ich mir darunter vorstellen? So, letztes Mal. Nein, geh weg. Ich will mal gucken, ob hier irgendwas ist in schnelle Angriffe, aber sieht nicht so aus. Scheiße. Oh, es Hirnspirale. Nein. Alter, so rein mit Ausweichen. 7000. Weg. Nein, nein, geh weg. Nein, geh immer noch weg. Jetzt stirb. So. Also sterben tut auf jeden Fall nicht, aber egal, los. Oh, ist gleich tot. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Aber ich sag mal so, wenn nicht, ist auch egal. Wir haben es aber geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Tatsache sogar. Key plus 2. Super, so, dann würde ich mal sagen. Haben wir so tatsächlich beendet. Nee, wir sind noch nicht bei Nappa. Ich dachte, wenn wir jetzt bei Nappa wären, machen wir noch den Kampf. Son Gohan gegen Piccolo. Ja, überlebe, okay. Gucken, ob wir überleben. Liebe dieses Spiel. Das ist eins der coolsten Spiele. Es sind so viele Story-Highlighten dabei. Und wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, machen wir danach, nach diesem Spiel auf jeden Fall noch Tenkaichi 2. Danach Tenkaichi 3 nochmal. Ohne Mods alles natürlich. Und ich hoffe, ihr habt darauf Bock. Hm, du bist ein bisschen besser geworden, aber bist du gut genug? Die Grafik sieht gut aus. Hä? Das kannst du nicht tun. Ich werde sterben. Dann werde ich stärker, stärker als ich und stärker als die Saiyajin, die in 6 Monaten kommen werden. Also gut, Piccolo. Greif mich an. Oh, wir sind Son Gohan. Warum zieht die also so viel? Okay, diese Story ist echt schwer, kann man sagen, ne? Also, dagegen ist der Tenkaichi 3 oder so ein scheiß Witz. Oh, ich bin so tot. Oder noch nicht. Ja, aber jetzt. Los! Ach, komm! Oh Mann, dass das so schwer ist, tut mir echt leid. Also, ich muss mich ja wirklich echt anstrengen. Also wirklich wieder reinkommen in diesem Spiel. Ja gut, ist überlebe, ne? Diesen Kampf machen wir auf jeden Fall noch. Und danach geht es im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Diesen Kampf werde ich noch schaffen. Los, Highspeed Sprint! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Und? Boom. Würde mich nicht wundern, ich glaube, seine Ult ist Masenko, aber ich bin mir nicht sicher. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn wir aufladen dürften. Oh, war das knapp. Was? Masenko!
Oh, los, Highspeed Sprint. Oh, ich liebe diese Attacken hier noch. So richtig oldschool geil. Wir hätten Piccolo auch besiegen können. Oh nein. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Schon besser. So, Leute. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Und ich hoffe, ihr habt noch Bock auf mehr. Ich auf jeden Fall. Wir haben Key plus 2 erhalten. Lieblingstechniken plus 3. Ja, so. Im nächsten Kampf. Wir haben noch einen Kampf. Also Trillin gegen Yamchu. Aber das machen wir dann im nächsten Part auf jeden Fall. Ich speichere jetzt einmal kurz. Bevor ich das vergesse. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!